Hallo Leute, willkommen zurück zu Sportscar GT. Wir haben im letzten Part die GT 1 Saison geschafft, ja. Und ja, es war ein verdammt langes Rennen und ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Ich habe hier keine Saison gestartet. Wir kaufen uns erstmal alles, was wir brauchen für die World GT. Wir wurden nämlich eingeladen, um dort dabei zu sein und ja, das kann man doch nicht ablehnen. Deswegen werde ich jetzt erstmal alles voll kaufen. Wir haben jetzt erstmal eine Mille bekommen. Schon krank. Jedenfalls haben sie uns hier alles finanziert, unser Auto. Und ist das nicht wunderbar? Unser Auto ist komplett aufgetuned. Ja, getuned, wie kann man es nennen hier? Ja, starten wir es. Hoffentlich ist das nicht hier. Ja, GT ist dazugekommen. Ja, sah schon irgendwie komisch aus. So, machen wir Schwierigkeit. Rennlänge auf, immer noch auf niedrig. Gegner maximal. Alles wunderbar. Neue Saison starten. Moosbock, 20 Minuten lang. Das sollte eigentlich noch drinnen sein bei der Festplatte, weil ich habe gleich danach aufgenommen. 25 GB, irgendwie sowas. Scheißegal, fangen wir an ohne Qualifying. Ich hoffe, das Spiel kackt nicht ab. Ne, kackt nicht ab. Weil bei manchen Parts, da, also bei manchen Strecken, vermisst er eine Datei. Naja. Holy shit, Alter, was ist denn das schon wieder? Oh, jetzt geht's hier gleich zur Sache, oder was? Aber jetzt seht ihr mal hier, wie das so ist mit dem besten Auto zu fahren. Nee, bestes Auto kann ich nicht sagen, aber so mit dem Auto voll aufgetunt. Aber es ist schon geil irgendwie, dass sie noch eine World GT gemacht haben. Als hätten die gewusst, dass man das Auto nicht voll auf die... Oh, dankeschön. Hab mich in den Spiegel geguckt, tut mir leid. Kann ja mal passieren. Aber ich habe keine Außenspiegel simuliert, also sich die Entschuldigung wieder zurücknehmen. Ey, komm, ist ein Karosserieschaden, interessiert uns nicht. Wir haben jetzt voll aufgetunt hier. Ja. Jedenfalls ist schön, dass es danach eine World GT gibt. Jetzt gucken wir mal die Früchte unseres Autos ernten jetzt. Gut, viel kann jetzt auch nicht kommen, weil wir die Karosse schon ziemlich heftig beschädigt haben. Achter Platz. Muss erstmal Erster werden, Leute. Also Moosbug, da bin ich auch verdammt lange nicht mehr gefahren. Aber es fängt ja schon gut an mit 20 Minuten lang. Also es kann ja nicht besser werden, oder? Aber nach der World GT, Leute, da wird, glaube ich, schon das... der Multiplayer-Part kommen, wo ihr alle mit dabei sein, genau. Mit dabei sein könnt. Genau ihr. Einzige, was ihr braucht, ist das Spiel. Natürlich braucht ihr auch ein gutes Auto im Spiel. Also ich denke mal, wir werden alle Klassen im Spiel mal durchfahren. Aber ich denke, am meisten werden die GT1 Autos kommen. Optimal wäre natürlich ein Mikrofon, aber ihr braucht kein Mikrofon. Es würde mir auch einfach nur reichen, ob ihr dabei sein. Ob ihr dabei sein würdet, das reicht mir einfach schon. Mit meinen Abonnenten einfach mal ein bisschen zocken. Das macht nicht viele, muss ich sagen. Also. Ich habe das ja schon seit dem 400 Abonnenten. Nee, schon seit 200 Abonnenten Special habe ich so gesagt. Ey Leute, ihr könnt alle mitmachen. Wie viele dabei waren, das war noch BenVV dabei. Danke nochmal, Ben, dass du dich geopfert hast, hier so einfach mal so einmal eine Runde spielen. Waren ja eigentlich noch viele, ein paar Leute mehr geplant, aber die hatten einfach keine Zeit. Das ist halt immer die Gefahr beim... Nochmal die Karosse beschädigt. Wow, sah schon geil aus, muss ich schon sagen. Das ist halt, wie gesagt, die Gefahr beim Together. Wenn man so ein richtig langes Projekt hat, muss man immer erstmal schauen, bis man alles zusammengetrommelt hat. Das ist schwer. Das ist schon schwer zu planen, muss man sagen. Man muss immer für jeden alles passend machen. Und das ist schon schwer. Also ich respektiere die so klar, so die jetzt nichts zu tun haben. Also ich soll jetzt nicht herabwerten klingen oder so. Aber die jetzt nichts machen, die sind halt eigentlich immer dabei. Aber es gibt halt nicht immer, wo man sagen kann, ja, jetzt machen wir mal spontane Aufnahmen. Es muss schon eigentlich ein bisschen geplant sein. Denke ich mal.
Vielleicht gibt es ja solche Situationen, wo alle zufällig da sind und wir sagen, ah, jetzt nehmen wir mal eine Runde auf. Ist halt schwer. Jedenfalls, ihr könnt das Spiel mit mir spielen. Natürlich, ja, YouTube, naja, wir wollten ihr euch sonst anmelden, so ein YouTube-Kanal muss ja schon auch schon da sein. Ja, und dann werden wir einfach alle eine Runde spielen. Das wird nicht auch nicht lange dauern, das Special. Jedenfalls habe ich dann auch noch den ganzen Leuten, ganz YouTube habe ich dann gezeigt, wie der Multiplayer-Part aussieht von dem Spiel. Das haben, glaube ich, nicht viele. Ich habe keine YouTube-Videos also gesehen zum Multiplayer. Erstaunlich, oder? Ist ja klar, bei solchen alten Videos. Ja, irgendwie 3 Multiplayer-Videos, voll seltene. Aber das Auto geht schon gut ab, muss ich schon sagen. Zwar mit Karosse beschädigt, aber das ist eigentlich egal. Auto geht ab. Musik auf. Ist auch nicht mit der Musik gewachsen, deswegen finde ich es cool. Muss nicht jeder cool finden. Zum Glück gibt es ja verschiedene Geschmäcker. Es würden alle mit der gleichen Frau, mit dem gleichen Auto rumrennen und das wäre schon scheiße. Es wäre auch ein bisschen langweilig, wenn alle den gleichen Geschmack haben. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ihr könnt mitmachen. Alter, ja, will ich jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen dazu. Wenn ihr ein Mikrofon habt, dann solltet ihr schon erwachsen klingen. Aber das ist eigentlich egal. Ansonsten, ja, ich möchte einfach nur ein bisschen Spaß haben hier an dem Spiel, ein bisschen aufnehmen und schauen, wie. Also mal gegen echte Computergegner fahren. Gegen echte Computergegner. Gegen echte Spieler fahren. Ich meine, ja, man kann doch die Computereinstellungen einfach auch schwer machen. Schön, aber dann ist das Spiel einfach unfair. Und die beschleunigen einfach verdammt schnell, die Typen. Und ja, eigentlich hat sich da nicht viel dran geändert. Ich weiß nicht, ob sie dann noch später tanken gehen als ich. Jedenfalls ist das. Ich weiß nicht, ob es unfair ist. Ich habe es noch nie so richtig schwer gespielt. Doch, ich habe schwerer gespielt. Das geht schon eigentlich. Auch mit vollem Auto aufgetunt ist das schon. Sind die noch schneller als man selbst. Das ist komisch. Ich will nicht sagen, dass die cheaten, aber ich habe ja noch nicht mal die ganzen Code-Regel-Einstellungen und so ein Mist. Die ganzen Einstellungen habe ich noch gar nicht vorgenommen. Das ist auch wichtig. Hatte ich auch mal gemerkt, so bei so einem Spiel. Drag Racing für ein Android, habe ich mir gedacht, oh, diese scheiß Gänge umstellen, das bringt das so und so nichts. Und dann zack, habe ich es immer umgestellt, dachte, wow, das bringt ja tatsächlich irgendwas. Oh, jedenfalls, ja. Freue ich mich, wenn da ein paar dabei sind. Also einen werde ich nochmal anschreiben wegen Sportscar GT. Kalium7 hat gesagt, der ist dabei, aber der hat das Spiel gar nicht, also. Natürlich kann ich es dem ausleihen. Wenn er dann vorbeikommt, aber. Keine Ahnung. Wow, wir haben schon einen großen Vorsprung. Ja, man, es ist schon eine Gewöhnungssache, sich, wenn man labert und dann sich konzentrieren muss. Wie beim richtigen Autofahren. Jedoch ist man immer ein bisschen unkonzentrierter, als wenn man nur Auto fährt, anstatt Autofahren und labern. Bullshit, lass mich vorbei. Alter. Auf Platz. Aber das Spiel läuft schon, also jetzt, ich merke nichts von den Rucklern. Im Video sieht das wirklich immer übelst schlimm aus. Schnell mal getradet hier. Jetzt schnell den Kunden einholen. Ja, man sieht hier, er hat schon Probleme beim Fahren, das Auto, aber ja, ich habe das, die Karosse ist zweimal beschädigt. Ist immer stark beschädigt. Ich will es nicht hier noch drittes Mal machen. Ich hasse irgendwie die Kurve. Die sieht zwar leicht aus. Die sieht zwar aus, könnte man da voll durchbrettern, aber dann ist nicht so. Ja, für dich reicht's noch.
so überholt. Oh, dann nach der World GT, Leute. Also dann ist wirklich auch schon das Spiel fertig. Wenn ich mir schon mal manche Videos... Ich gucke mir manchmal Videos an, die sind 2 Jahre alt und die sind von diesem Spiel, ey. Schon krank, dass sich ein LP über 2 Jahre hinzieht. Und Tenkaichi 3. Fuck. Du Pussy. Mann! Ja, dankeschön. Ja, jetzt kommt auf immer alles auf einmal. Ja, jetzt sind noch die Reifen weg. Schön, dankeschön. Oh ja, Reifen sind auch hinüber. Merke ich gerade, ey, am Fahren schon. Merkt man, dass die Autos weg sind. Muss ich jetzt hier übelst stark bremsen, ey. Dankeschön, ey. Ohne Mist. Jedenfalls, was soll ich labern? Ja, dass sich Tenkaichi 3 so lange hinzieht, dass sich jedes Spiel so hingezogen hat, das ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht. 2 Jahre lang. Hätte ich niemals gedacht. Oh, ich hasse das, wenn das Spiel kurz schwarz wird wegen dem scheiß Lied wechseln. Boah, wie. Ich merke schon, dass das Auto Probleme hat bei jedem Gang, ey. Jetzt werde ich erstmal 20 Sekunden in der Box verbringen. Die ganzen Schäden. Oh, jetzt kommt noch perfekt hier, halbe Strecke, ja, stell dich bitte hin. Wenn ich jetzt hier reingebrettert wäre, ey, dann... dann würde das chaotisch enden hier. Ich bin schon manchmal reingebrettert, das sah schon lustig aus. Was? Der fährt einfach weiter und ich habe kein Benzin mehr. Bernd Schneider müsste aber hier halten. Wo ist Bernd Schneider? Alter! Das kann ja wohl nicht sein. Alle überholen mich und müssen nicht tanken und ich war schon leer. Und sind mindestens genauso schnell wie ich. Ja, da kann doch was nicht stimmen, ne Leute? Also, ist ja nicht so, dass die effizient fahren. Geschweige denn, dass es hier effizient fahren gibt. Weiß ich nicht, ob es das hier gibt. Meine Fresse, ey, ich sehe schon, warum ich schlecht bin. Hab noch 10 Minuten Zeit, Alter, ich... Ich denke, ich kann das doch aufholen, weil sie jetzt alle in die Box fahren. Diese Runde fahren sie in die Box, das weiß ich. Boah, Alter, wie das Auto auf immer abgeht. Oh, ich bin schon im 5. Gang, ey, was ist denn das? Ich hoffe, man sieht das durchs Video, wie schnell das Auto ist hier. Stehen bleiben. Dankeschön. Boah, jetzt, guckt euch das an, schon im 6. Gang. Schon gleich... Wir fahren schon 300, ey. This car is fucking fast. Wow. Ja, seht ihr, die fahren jetzt in die Box rein. Vielleicht wissen sie eben ganz genau, wann sie in die Box fahren. Der erste ist schon draußen. Echt? Hä? Wo ist denn der erste? Der fährt wahrscheinlich erst nächste Runde in die Box. Scheiße. Spoiler beschädigt, was ist das denn? Deswegen hasse ich den scheiß Hügel, ey. Jetzt fühlt sich das Auto so schwammig an, ey. Ja, manche sagen jetzt, ja, das Spiel fühlt sich schon von Anfang an schwammig an. Aber ich denke, das nützt dieser Spoiler beschädigt, das ist hier nicht viel mit Spoiler, also mit Mann, deswegen hasse ich solche Kurven, die so bergauf gehen und so Hügel haben. Ich weiß, dass das Spiel nicht damit umgehen kann. So, gucken wir mal, wir waren letztes Mal 320 oder nee, 333 sind wir hier gefahren. Ja gut, schon langsamer, aber das ist mir eigentlich egal. Ja komm, das ist ein bisschen langsamer, das können wir auch verkneifen. Verkraften, meine ich, verkneifen. Dafür bist du jetzt in der Box hier, mein lieber Kollege. Ach, das mit den Boxen ist auch schon so eine Poker-Sache hier. Wir sind jetzt Erster. Muss ich noch halten. Ich brauche Spice-Geld, weil wir unser Auto voll aufgetunt haben. Eigentlich fahre ich jetzt nicht mehr, um Geld zu bekommen, weil ich habe ja eigentlich schon alles gekauft fürs Auto. Und nee, ich brauche eigentlich die Punkte, deswegen. Ich will mir jetzt Punktevorsprung aufbauen. Boah, ich habe mich schon gewundert, ey. Mann, nein! Hätte ich nicht nach hinten geguckt.
Boah, Auto. Lass mich veräppeln. Boah, jetzt hätte ich jetzt nicht aufgepasst, dann wäre das Auto schon da ausgebrochen, ey. Nee, ich habe mich auch immer gewundert, auf einmal kam so ein Motorengeräusch. Ich dachte, das wäre schon der erste und der. Ich dachte, dass der schon von hinten kam. Oh, wie man jetzt direkt fühlt, dass das Auto Probleme hat. Ach komm, das reicht immer noch für die. Ja, siehst du, für dich reicht's. Also wird's für die anderen noch reichen. Du hältst die so und so noch auf, wenn die dich überholen wollen, also. Echt, das ist echt zum Platz, ey. Und der zweite kommt näher. Ich darf keine Fehler mehr machen. Aber ich werde Fehler machen, ich sehe es schon voraus. Ah, sanft das Auto über die Straße gleiten lassen hier. Mit viel Gefühl. Ah, so ein PC-Spiel ist schon was Feines, ey. Ich weiß nicht wieso, aber man kriegt viel bessere Qualität als beim Konsolen-LP. Natürlich kann man aus so einem Billig-Grabber kann man auch viel machen. Bernd, bist du das? Wieso bist du so weit hinten? Bernd, du Sau, lass mich doch mal vorbei. Ja, so ein Grabber, da kann man schon gute Qualitäten erzielen, aber ich krieg das 16:9 nicht hin. Ich will das Spiel nicht so eklig breit strecken. Aber egal. Boah, jetzt gibt's hier Rage Music hier. Bernd, lass mich jetzt vorbei. Wow, Bernd, du wärst fast aus der Kurve geschleddert, ich hab's gesehen. So, der zweite hat noch nicht den 16. überholt, weil er den auffällt, so ein bisschen. So ein bisschen. 4 Minuten noch. 4 Runden schaffen wir. Oder 3. Aber ansonsten, guter Start in die World GT. The World GT Saison. Wir müssen uns dann noch den Zeitplan angucken, was für Strecken auf uns zukommen. Wir werden so und so alle Strecken zukommen, die wir in der GT1 schon gefahren sind. Aber wie lange? Ich hoffe, es sind. Ja, ich glaube, das sind schon alle Strecken zum Abschluss des Spiels. Was soll nach der World GT noch kommen? World GT 2? Ja, das wäre jetzt ein bisschen unlogisch. Aber ich habe vergessen, was das für ein Preisgeld gab. Es wird schon viel sein, weil wir schon bei der GT1 eine Million bekommen haben. Wie viel hat das auch überhaupt gekostet? Das will ich ja gar nicht mehr. Ich glaube 1,5 Millionen, oder? Ne, 800.000. Ne, 950.000. So viel hat es gekostet, denke ich mal. Ja, so. Ach ja. Aber es sieht schon schön aus, die Landschaft dort hinten, ne? Es ist zwar nur ein Bild, aber es sieht trotzdem schön aus. Kann ich auch ausmachen. Aber ich habe jetzt keine Lust, meine Finger dorthin zu bewegen und auf die Tastatur zu gucken, erst recht nicht, weil sonst fahre ich gegen den Rand. Boah, hier sieht man nur meine Sporen, kann das sein? Meine Kampfsporen mit dem Auto hier. Die mächtige Power unter Kontrolle zu bekommen. Ja, also der zweite ist jetzt am 13. Platz vorbei, oder? Nee. Sah so aus. Jedenfalls haben wir das Rennen schon mal geschafft. Das schließe ich jetzt mal so ab. Ich meine, jetzt habe ich mich auch eingefahren. Ich meine, das Auto ist jetzt nicht mehr kontrollierbar. Es ist nicht mehr so schnell. Ist zwar schade, aber ich meine, bei der kurvigen Strecke, da freue ich mich schon auf Sebring. Und auf Hockenheim freue ich mich da schon. Hockenheim ist schon so die coolste Strecke. Boah, wie ich hier durchdüse, ey. Schalte das Ding auch mal in den fünften Gang hoch, ne? Oh, diese Hitze, ey, das ist wirklich unerträglich. Ich muss da mal meinen Ventilator wieder anmachen. Ja. Ich habe einen Ex rausgemacht, damit ihr den Scheiß Rauschen nicht hört hier. Ja, und der arme Dimi-Sai quält sich für euch ab hier. Um anständige Qualität zu haben. Ich weiß, Mensch,
Ja, in den frühen YouTube-Zeiten gab es keine Qualität. Also gab es schon Qualität, aber was will man da machen als Qualität? Man hat schon mal. Also HD gab es ja früher schon, aber nicht bei YouTube. Da dachte ich mir, wow, schön. Ich werde es sowieso nicht nie benutzen, dachte ich, weil meine Leitung zu kacke war. Ja. Wow. Jetzt wusste ich nicht, was der machen wollte, der Porsche, deswegen. Es war schon cool, irgendwie, als YouTube angekündigt hat, ja, HD-Qualität ist jetzt verfügbar. Ich weiß nicht, wie viele Videos gab es dann mit HD-Test? Wenig Benzin. Wollen wir nochmal reingehen in die Box? Ja, wir müssen noch. Oder wir schaffen doch noch 2 Runden. Komm, das schaffen wir doch locker, ey. Doch, das schaffen wir, ey. Wir waren bei. Vor der halben Zeit waren wir noch also nee, nach der, also es war gerade halbe Zeit und dann gingen wir erst in die Boxe rein. Oh, der GT1 Porsche, der zieht mich hier ab. Wow. Siehst du, kann passieren. Nee, ich gehe jetzt nicht in die Boxe. Oder? Wo ist denn der Zweite? Ach, der ist ja noch beim 12. Platz, ich gehe dann in die Boxe rein. Tank schnell, Zwanschlitter. So, komm. Oh, Reifenwechsel hätte ich wegmachen sollen, ey. Hätte ich auch eigentlich voll tanken können, Mensch. Diese scheiß Reifen, ey. Seht ihr? Das ist scheiße an solchen Boxen, wo ich gleich vorne bin. Dann kann ich nicht richtig alles einstellen. So. Aber Reifen musste schon sein. Aber das Auto ist sowieso nicht schnell, deswegen. Aber hier sind immer noch Pflaster. Ich wollte es eigentlich auch nicht riskieren, jetzt war gerade Erster und wollte es nicht riskieren, dass der Sprit alle geht. Aber es hat mich gefreut, dass jemand außerhalb von Deutschland die Sportscar GT-Videos guckt. Hat mich gefreut. Natürlich erreicht man als englischer LPer, wenn man Englisch LP mehr Zuschauer, weil ja, da sprichst du weltweit jeden an und in Deutschland ist schon schwer, wenn man nur deutsche LPs macht, weil dann spricht man nur die Leute aus Deutschland an. Yeah, jetzt kann ich fahren wie die Sau hier. Woohoo. Yeah, gut, wir waren Erster. Oh, gerade in der letzten Kurve, da wollte ich eigentlich irgendwie so aus der Kurve kommen, weil ich wie die Sau fahren wollte. Frame Einbrüche, 17 Runden haben wir geschafft. Yes, ist nicht unser geiles Auto da. Kannst du auch mal überholen, aber wir haben zu viele Schäden. 130.000. Die ich so und so nicht verplempern kann, nur für, ja, für die Autos, aber. Das BMW habe ich gleich gar nicht gemacht, ey. Geil. Jedenfalls, Speicher wird knapp. Aber ich bedanke. Ach ja, Zeitplan wollte ich gucken. Oh, wie viele Strecken? Alter. Alter. 20 Strecken, ey. Und das viel Spaß, ey. GT1 wäre noch 10. Ja, jetzt kommen nochmal alle Strecken. Kommt hier, oder kommt hier noch was doppelt vor? Lime Rock. Mooresport Park schon wieder. Alter, ihr habt doch Langeweile. Zeppelin, die bringen hier das wohl zweimal alles doppelt hier. Jedenfalls bedanke ich mich für das Zuschauen bei diesem Projekt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part. Denn wir sind natürlich in der World GT. Das können wir doch nicht verpassen, oder Leute? Ja gut, Leute, bis dann, Leute.